Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zur Omni 2, Ausgabe Nummer 13. Und wir befinden uns noch immer auf der Ominsk Map. Wir fahren jetzt die Linie 13 von nach Krischakaki Russisch sprechen, sagen wir mal so. nee, unser Ziel ist irgendwie Y-Niki oder so ähnlich, keine Ahnung. Und wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit. Wir sitzen diesmal am Steuer eines Van Hool Busses, aber ich weiß das Modell jetzt nicht. Den gab es kostenlos per Steam, konnte man sie runterladen. Für OMSI 2, ja, keine so schlechten Busse. Ich konnte die aber eigentlich runterladen, weil ich einen Vorschaubild gesehen habe, in der ein doppelgelenkiger Van Hool Bus zu sehen war. Und den wollte ich eigentlich mal fahren. Aber wie gesagt, der ist irgendwie nicht dabei. Da ist, glaube ich, von denen überhaupt kein Lenkbus dabei oder so, keine Ahnung. Deswegen fahren wir erstmal den hier. Und ja, eine kleine Beschwerde meinerseits. Einer von euch Zuschauern da draußen hat garantiert sein Essen OVS und deswegen regnet es hier wie Sau gerade. Ja, wir haben ja gerade Pisswetter wie Sau und Olle Erich hier hinten, der läuft hier ohne Regenschutz durch die Gegend. Das ist ein Detail, was ich hier äußerst jetzt kritisiere. Ja, wenn hier Regen ist, dann will ich aber, dass Leute Regenschirme tragen. So, wir haben jetzt noch 9 Minuten Zeit. Ich glaube, da vorne ist die erste. Davon ist die Haltestelle, wo die Leute einsteigen. Da fahren wir mal vor und dann schauen wir mal, ob ich jetzt in die richtige Richtung hier gerade mal schaue, weil ich weiß es nicht. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich jetzt auch wirklich hier am richtigen Startpunkt stehe. Und wir sitzen auch hier Leute einfach zugestiegen. Wo ist, wenn die jetzt Leute dann doch dazu stecken? Warte mal, wir machen kurze Kreisfahrt hier. Ich traue den Frieden nicht. Weil wir haben aber letztes Mal auch die Zeit vorgespult und dann sind sie erst dann eingestiegen. Das ist nämlich der Buspark. Da, wie gesagt, hier treffen sich zwei Linien, Linie 5 und Linie 13. Wir fahren jetzt die 13. Das hier fällt nochmal zurück hier kurz. Und auch der Bus, der hält ordentlich ab hier. So. Jetzt spule ich mal die Zeit vor. Wir haben ja noch, wie gesagt, noch 8 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir mal so. Schauen wir mal, ob hier ein paar Leute stehen. Ne, stehen sie nicht. Wie sieht es mit den Türen aus? Ah, also Flügeltüren, die nach innen aufgehen, sehr schön. Und die andere Tür wird wohl automatisch geöffnet, wenn die Leute aussteigen wollen. Okay. Wir spulen nochmal vor. Wir haben noch 2 Minuten. 1, 2. Zack. So, und wenn jetzt hier keiner einsteigt, fragt einfach los. Also wie man sieht, die stehen hier keine Leute. Ne? Die wollen alle nicht. Aber hier ist kein Einstieg, was hier aussieht. Ich würde sagen, fahren wir den Strecke einfach mal ab. Aber soundtechnisch gefällt mir das sehr gut. So, ich habe jetzt mal ein bisschen dafür entschieden, dass wir mal im Regen fahren. Ah ja, ich muss noch Heizung anmachen, sonst wäre ganz darum, dass denen kalt ist, weil sie nass sind. Ach hier. Hier ist der halt. Hier steigen die Leute ein. Okay. Und wenn man sieht, wo ihr da mit. Dann fahren wir einfach weiter. Obwohl, warte mal. Nee, warte mal kurz. Moment, erstmal. So, würde man sagen, machen wir erstmal Heizung an, wa? Wo ist denn die Heizung? Keiner von denen ist die Heizung. Der Bus, keine Heizung hier. Die meckern der Bus von alle rum, wenn die so kalt ist, weil sie im Regen draußen stehen müssen. Doch weiter keine Knöpfe hier. Digga, keine Heizung. Ein Bus ohne Heizung. Naja, Hüter, das ist eben so. Dann müssen da halt alle frieren. Moment, nur noch kurz Orientierung hier. So, die Linie bin ich noch nicht gefahren. Und ich hoffe, also ich fahre in die richtige Richtung, die Zeit rennt wieder runter. Dass ich fange wieder an zu früh zu fahren. Ich bin also auf jeden Fall richtig. Ja, wir waren gerade bei 0,8, jetzt waren wir bei 0,6. Das heißt, wenn die Zahl runtergeht Richtung Minus, dann fange ich an, immer pünktlicher zu sein. Das heißt, ich fahre auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist schon mal gut. Ja, viele Maps, die ich halt, also bei der einen Seite, die ich da habe, sind viele Maps aus dem russischen, ungarischen und polnischen Bereich. Was ich sehr, sehr interessant finde. Aber manchmal ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Wenn dann nur die Zahlen, aber nicht die Ortsnamen stehen. Oder wenn dann die Schrift komplett russisch ist. Da sind sie ja endlich.
Bleib da mal vor, auf dem Bürgersteig stehen. Bleib von der Straße weg, ihr Penner. Vor allem die Quietsche vom Schelmwisch ist immer geil, Alter. Hier, ich habe mir gerade eine Idee, wenn wir schon mal dabei sind. Machen wir mal hier noch erweitert. Fahrscheinverkauf, bla bla bla. Allgemeines. Ach hier, Fahrscheinverkauf, einfach, genau, da war das. So. Das heißt, die nächsten Leute, die hier einsteigen, die wollen ein Ticket haben. Die haben jetzt zwar alle eins dabei, aber. Achso, bremsen wir noch an. So, jetzt aber. Weiter geht's. Okay, ich habe jetzt den Fahrscheinverkauf mal angemacht und vereinfacht. Mal gucken, ein paar Leute kommen hier um ein paar Tickets haben. Vielleicht reden die dann noch ein bisschen mehr mit uns. Weil die müssen sie ja sagen, was sie für ein Ticket haben wollen. Okay, jetzt rechts rum. Okay. Eins, was ich jetzt ein bisschen doof finde, ist halt, dass. Na gut, okay, doch. Doch, das Teil wurde geachtet. Was jetzt? Ist jetzt die grün oder nicht? Also wenn ich stehe, wird die Scheibe wieder sauber. Wenn ich fahre, wird es wieder schön nass, die Scheibe. Ich habe nämlich gerade den Regen auf extrem gestellt. Aber man kann ja nicht immer nur im Sonnenschein fahren, ne? Manchmal muss man auch ein bisschen Regen haben, ne? Kann ja nicht immer regnen, aber heute regnet es mal wirklich. So. Okay, ich merke schon. Ihr blöden Wichser kommt ja auf die Straße hier. Ich stehe halt auf der Straße. Ich muss lieber fahren und dann kommen sie nicht im Bus. Weil sie vorhin, jetzt kommen sie angelaufen. Ich wollte. Ey, leck mich drauf. Ja, ihr könnt den Bus auch hinterher rennen. Ist vollkommen okay. Ja, bitteschön. Mit Kindern Fahrschein kaufen? Doch, wollen sie. Ticket, Steuerung T. Danke für das Geld. Geht doch. Ich meine, die meisten haben alle schon Ticket hier. Finde ich bitte. Ach, Scheiße, ich hab da mal rückwärts. Sag immer noch an. Bleibt doch mal jetzt ruhig da hinten. Hat er mich gerade gehört oder hat er der meckert? Kann aber passieren, dass ich rückwärts drin habe. Kann aber passieren. Oh, wo ist das der Mensch? Bleibt mal ruhig hier. Halt der Wunsch, da war jemand raus. Bei Regen bitte nicht so schnell fahren. Egal, Kutscher haut auf Jasper da ruf hier, ist egal. Das ist vielleicht doch hier so die Idee. Haltet die Klappe da hinten! Bestimmt rechts lang, war genau. Ja, danke, du komm! Fahr, du kannst durch meinen Bus durchfahren. Hier wieder ist ja schlimmer als in Berlin hier, Junge. Oh, es ist sogar 2 Minuten zu spät inzwischen. Wow, nicht schlecht. Ist wieder auf der Straße gelatscht. So. Weizung. Ja, der Ding hat keine Heizung. Leck mich. Aber ganz schön, verfehlte Preise hier. Manfred, Mahlzeit, was bist du denn für ein Ticket? Ach, bitteschön. So, weiter geht's. Jetzt beschweren sich aus mehreren Gründen, weil es zu kalt ist, weil ich zu spät bin. Ich hab die Heizung nicht gefunden, tut mir leid. Also so ein ganz schöner großer Haufen Menschen, der hier einsteigt. So, warum mal.
hier. Die wollen bestimmt ein Ticket haben, sag ich doch. TV Ticket, Steuerung TV Rückgeld. Kann mir auch direkt abreißen, der Ticket hier, aber ich weiß das nicht. Das ist ja alles so russisch hier. Oh Gott, ich drücke hier einfach die Schnellwahltaste dafür. Haben wir jetzt alle durch hier, ey? Man, hallo, habt ihr jetzt. Hey! Sag mal, sind ihr. Alter! Das ist ja wirklich ein Massenauflauf hier, Alter! Oh, hast du den Wechsel, du dumme Kuh? Alter, Falter, sind die. Für die Leute, die gerade eingestiegen sind. Meine Fresse! So, wir sind 3 Minuten zu spät. Der war schon lange nicht mehr zu spät. Aber gut, das ist dann eben so. So, geradeaus weiter. So. Haltewunsch haben wir. Und der nächste Haufen Säcke, der hier rin will. Genau. Aber die sagen nicht, was sie für Ticket wollen. Die stehen einfach nur da und geben mir ihr Geld. Ist eigentlich die hintere Tür auf? Nee, ist sie nicht. Warum bieten die mit auf? Nee, das war nicht. Warum bin ich eigentlich nicht so zu dir mit auf? Die sollte doch eigentlich automatisch aufhören. Dann mache ich sie wieder zu. Okay. Das ist bestimmt die hier. Nee, warte, wir wollen alle raus da, oder? Aber Licht. Stimmt, bei Regen müssen wir ja auch Licht anmachen. Aber warum wollen die jetzt nicht aussteigen? Kommt mal alle Klöppe gedrückt hier. Die hintere Tür hinten auf. Die wollen alle ausstellen, wie es aussieht. Ja, dann müsst ihr mit zur Einschaltstation mitkommen. Ist mir egal. Ja, dann ist das eben so. Oder haben wir noch die Minus? Nö. Dann eben nicht. Dann keine Ahnung, warum die Tür aufhält. Ich habe keine Ahnung. Dann fahren wir weiter. Normalerweise sollte die hintere Tür, wenn sie aussteigen wollen, sollte die aufhören. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich habe alle Klöppe gedrückt, die Tür hinten auf. Man muss denn eben so. So ist das bei Freeware oder bei Steam, ne? Dann kann ich nicht bei rauskommen. Das ist ein Pisswetter, Alter, meine Fresse. So, ich bin mal spannend. Ey, kommt mir doch nicht auf die Straße hier, ihr Penner! So, jetzt schauen wir uns mal ganz einmal hier an, so. Da hat die Tür nicht auf. Versteht das nicht? Warum hielt die nicht auf? Und mach sie wieder zu. Ja, ich will dich herauslassen, aber die Tür hält nicht auf. Steig da vorne aus, ihr Penner. Lass auf die Tür. Ah, die hält nicht auf. Ach so, du Kuh willst ein Ticket haben, sag doch gleich. Ja, ist ja gut, halt die Klappe. Ja, dann tritt wieder zu hier. Gut, da die Aussteigung hat Pech gehabt, müsst ihr jetzt in Rostadtreform mit Ockerquischer machen. Weil die Soundkulisse von dem Bus ist echt übel. Nein, nicht die alte überfahren. Das kann ich alles nicht brauchen. Entschuldigung, dass die Frau mit dem Baby gerade umgefallen ist. Tut mir leid, aber ich wollte die Frau nicht überfahren. Da musste Baby jetzt mal kurz ins Krankenhaus und weil da musste er gerettet werden. Da kriegen wir hin, oder? Ist ja kein Problem. Mensch ist ja hart im Nehmen. Oh, der Trinkwetter ist auch schon nicht schlecht.
Upsala. Ja, der Bus wird immer voller, aber kehren wir raus. Na, die, zumindest steigen sie nicht hier vorne aus. Hi, Mädel, na? So eine Russin, ja? So ein Date hier, na? Mädel, hast du Bock? Mit dem europäischen Busfahrer eben eine Nummer zu schieben hier? Ja, ich hab da schon. Mann, ich bin immer gleich rum hier. Ein Temperament haben die, das ist ja Wahnsinn. Oh, 513 geht geradeaus weiter, sehr schön. Ach, Scheiße, scheiße, die rote Ampel hier, leck mich. Klingt so orange. Ah, hier kann ich, krieg die Tür sowieso nicht auf, leck mich am Arsch. Voll weiterfahren. Muss mal kicken bei der Tastatursteuerung, ob ich eine Tastenbelegung finde, wo alle Türen aufgehen. Ich bin jetzt sofort zum Nachgucken, deswegen mache ich jetzt nach dieser Fahrt hier. Bis dann müssen die Leute jetzt hier alle im Bus gerade stehen bleiben. Wir kotzen gerade ein bisschen an, weil die jetzt alle dahin fahren wollen, wo sie dann hin wollten. Also ich, guck mir, ich als Fahrgast wird jetzt den Busfahrer auf die Schnauze hauen, ehrlich. Aber wenn du bei der Pisser mit dir aussteigen lässt, dann kriegst du jetzt einfach so Fressbrett. Obwohl, geht ja nicht mehr, musst du Abstand halten. Ja, das Pech, ne? Ich glaube, man hat das Busfahrer. Ach, der Regen ist auch schon ganz schön übel, Alter. Die Scheibe will einfach nicht das Wasser wegkriegen hier. Oh, die Scheibenwischer wollen das Wasser nicht wegkriegen vom Regen. So, denk mal, hier würde rechts rumgehen. Genau. Jetzt lass mich hier schön an dir vorbeifahren, du Affe. Ich muss mich Leute mitnehmen. So. Ah, da ist er wieder. Mein Holde Maid. Ich muss sagen, der Sound von dem Bussen ist eigentlich ziemlich geil. Wo sind denn die Busse eigentlich damals eingesetzt worden? Ich weiß ja nicht, wo die Busse gefahren sind. Berlin so, also Berlin jedenfalls nicht. So. Ich sehe gar nichts mehr, Alter. Das ist so alles voller Regen hier, die ganze Scheibe. Ich sehe gar nichts mehr. Alter Falter. Und da hier keine weitere Richtungswechsel angezeigt wurde, sieht man voraus, dass wir geradeaus weiterfahren müssen. Tankstelle kommt irgendwo rein vor. Haben wir hier schon mal? Doch ja, hier sind wir schon reingefahren, oder? Das ist wirklich ein Sauwetter, aber so was von. Die LKWs machen mir Angst bei so engen Straßen hier. Ich weiß, hier trennt sich jetzt Linie 5 und 13 wahrscheinlich. Genau, wusste ich's doch. Schade, dass es nicht so wie Witterdinger gibt hier, so Blitz und Donner. Das wäre natürlich richtig geil jetzt. Ist der Blinker, der jetzt halt so komisch rumquietscht? Ich dachte, das kommt vom Scheibenwischer. Das wäre natürlich. Oh, das bin ich enttäuscht. Ich dachte, das kommt vom Scheibenwischer, dass er da an meiner Scheibe so anquietscht. Das wäre nämlich richtig geile Detail gewesen. Kommen Sie rein, junge Frau. Kommen Sie in den Bus, den Sie nie wieder verlassen werden.
Ja, die kann halt auch durch die Leute alle durchlaufen. Und wir müssen den Bus ja voll kriegen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo hier die Endhaltestelle ist. Keine Ahnung. Immer rennen in den Bus. Der Bus ohne Wiederkehr. Wenn sie einsteigen, kommen sie nie wieder raus. Verabschieden sich von all ihren Freunden und ihrer Familie, die sie alle gekannt haben. Sie werden sie nie wiedersehen. Kein von denen. Der Bus ist quasi wie so ein schwarzes Loch. Jeder, der einsteigt, der verschwindet auf spurlose Weise. Entschuldigung, hat gerade ein bisschen gehoppelt hier. Da war ein Hummel. Ich hoffe, dass Barwin wieder nicht ins Gesicht geschossen wurde. Alter, ich sehe gar nichts mehr hier. Das letzte Scheibe ist voller Wasser. Alter, die laufen wirklich direkt auf die Straße, auf die Penner hier, ey. Die müssen den ganzen Schloss fahren von außen an. Alter, ist der Bus voll. Aber ich krieg auch diese Kacktür nicht auf hier. Versteht es nicht. So. Also mit Mörs können wir langsam jetzt mal zum Ende kommen. Ich hab schon die Schnauze voll. Die Penner ringen auf, dass sie mir aussteigen können, Alter. Immer nur insteigen, ist doch völlig unrealistisch. Ey, gut, zumal ist auch umsehen, realistischer Bussimulator, das war von abgesehen, ne? Hallo Egon. Der will Ticket. Okay, los geht's. Weiter geht's. Aber diesmal haben wir wahrscheinlich eine etwas längere Linie, wie das aussieht. Von der Endhaltestelle? Nee, auch noch nicht. Aber immer noch die Terminus. Naja, wie gesagt, kommt alle rein hier, auch wenn der Bus überquillt und hier kein Platz mehr ist. Da wisst ihr mal, wie es ist, wenn man in China oder in Japan zu Rush Hour eine U-Bahn geht, wa? Immer durch. Ihr könnt halt ruhig machen, was ihr wollt, Leute. Der Busfahrer ist egal, ne? Sagen wir, die keine Kinder sehen, was ihr da für sauber reintreibt. So ist richtig. Ich könnte hier noch stundenlang irgendwelche Videos aufnehmen, ey, gerade. Das ist der Hammer. Wieder ein Dings hier. Wann haben sie angekommen? Erstaunt, wie lang die Linie ist. Alle Achtung. Ich verstehe nur nicht, warum die Tür nicht aufgeht. Du willst jetzt kein Ticket kaufen hier? Hä? Wo sind die alle hin? Der war doch gerade noch voller! Was ist denn los? Was ist jetzt ab? Da muss ich jetzt selbst hier reinigen oder was? Das ist auch nicht schlecht, das hat er auch noch nie erlebt. Aufgrund von zu viel Fahrgastaufkommen hat sich der Bus selbst gereinigt. Alle Fahrgäste sind spurlos verschwunden. Ich hab's euch ja gerade vor ein paar Minuten gesagt, ihr wolltet ja nicht hören. Ihr habt da Pech gehabt. Jetzt seid ihr alle im Nirvana verschwunden. Ich hoffe, ihr habt heute Nacht nur Sex gehabt und konntet für euch von euren Freunden und so weiter verabschieden, ne? Weil die werdet ihr jetzt nicht wiedersehen. Wie ich es gesagt habe. Wenn Scherz Realität wird, ich hab's geahnt, Alter. Verdammt.
Die tun mir schon leid, die tauchen nie wieder auf, ey, die haben Omsianer. Obwohl, ein paar Maker kann bei wen, ja? Naja, komm, sehr ruhig, ich weiß, dass du schon da viel zu schnell war. Haben sie jetzt alle sich selbst entsorgt? Ja, das scheint ja wohl jetzt fast der Ziel zu sein, habe ich das Gefühl. Sieht zumindest danach aus, ja. Bremst doch mal hier! Schauen wir mal kurz die Außenansicht hier an. Ach, da vorne ist die Haltestelle. Komm, fahren wir mal hier im Regen weiter. Eine schöne Außenansicht. Kann auch nicht verkehrt sein. Schätze mal, hier ist jetzt das Ziel, oder? Na, da ist es, da wusste ich es doch, da haben wir angekommen. Sie sind angekommen, wir haben es geschafft. So schön, wir sind alle zu spät, zu früh. Haben wir echt die Zeit noch hingekriegt, Alter, ist ja geil. Da steht 1,8 Minuten bei der letzten Station, warum steht hier okay? Ich bin fast 2 Minuten zu spät, ihr Idioten. Aber gut, wenn ihr sagt, okay, das ist eben so. So, wir haben es jetzt, die Uhrzeit, immer noch das gleiche Datum. Und die Uhrzeit ist immer noch, oder schon ist jetzt, was war jetzt der hintere, 41, so. Okay, dann, bremst du mal ab hier. So, Fahrplan abbrechen. Weg mit dem Bus. Hups, der Bus ist wegteleportiert worden. Wir haben jetzt keinen Bus mehr. Overja. Ja, ich würde sagen, das war erstmal mit Ominsk. Ja, wahrscheinlich werde ich später nochmal her zurückkehren und nochmal eine andere Linie fahren. Wir haben ja noch, Linie 5 haben wir hier noch. Aber da die ja fast identisch ist mit der 13, würde ich sagen, sparen wir uns die einfach mal. Ich habe jetzt hier 3 Fahrten in Ominsk gemacht, das reicht erstmal. In der nächsten Fahrt geht's wieder Richtung Deutschland. Da gibt es eine fiktive Map, die ich sehr, sehr schön finde. Und da haben wir auch eine sehr, sehr schöne Map mit einer sehr, sehr schönen Langfahrt, wie ich finde. Und die werden wir auf jeden Fall fahren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's bis dann gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ich dann das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Genau. Bye-bye.